So, meine Damen und Herren, damit mal hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu dem University Gaming Club Bielefeld Match gegen Ace Dortmund hier in der Uniliga. Wir befinden uns jetzt in der Knife Round auf Inferno. Unser zweites Spiel wird sich auf Overpass begnügen. Ja, Mann, da wird schon ordentlich reingestochen. Werde jetzt gleich nochmal sehr professionell bei Stream aufnehmen gehen. Und ja, das ging schnell. Dortmund macht schnell den Sack zu. Entscheidet man sich hier auf den Stay oder doch auf den Switch? Wir wissen es nicht. Und natürlich kam hier der Switch. Dortmund jetzt auf Seiten CT und Bielefeld machen die T-Runden klar. Naja, klar. Schönes Ace Knife. Ja. Ich liebe Rust Code einfach. Und jetzt geht's los. Ich wünsche euch viel Spaß. Gut, es wird sich jetzt anscheinend erstmal über das Denken mit orientiert. Erste Runde soll definitiv der Agro werden. Die Flash war lecker. Und Morken hat sich erstmal hochgemacht. Leider direkt kassiert von Beto. Und da wird der aggressive Boiler-Push ausgespielt. Schöner A-Split. Diese Ein-Mann-Deckung auf A, das war stark. Nicht. So, Bombe ist safe geplantet. Jetzt haben wir zwei Library und zwei kommen über Long. Oh Gott, sorry, ich kenne die Calls immer noch nicht so geil. Headshot-Trade von Beto und Shinji. Tomi versucht da in Feuergefecht zu gehen mit der Glock auf Long Range. Kann die Hit setzen, aber leider nicht tödlich. Wieder netter Trade. Netter Shot von Quinn. Und das ist die erste Runde der Bielefelder Jungs. Warum auch immer da oben steht 99 Damage Liga Season 6. Naja, klar. Wo die alten Bots benutzt oder Server, wie auch immer. Aber das hier ist die Uniliga, meine Damen und Herren, ja? Eine Liga extra gegründet für Studenten, die zu viel E-Sports betreiben. Und da sehen wir den netten Boost. Wieder 4 Mann B. Hut ab zu der Entscheidung auf jeden Fall. 5 Mann B. Es ist der Stack. Ich bin blind auf beiden Augen. Halleluja. Währenddessen man halt auf den halben Force geht. Und jetzt wird auf A rausgefahren und es passiert einfach nichts. Sie sind selber verwirrt, dass auf A gar nicht ist. Wahrscheinlich hoffen sie auf die Leute mit dem Tarnumhang. Aber kommt nicht. CT ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen enttäuscht. Und sie rotieren jetzt alle über Banane. Und jetzt wird einfach auf die Exo-Fracts gegangen. Netter Play auf jeden Fall. Und jetzt hat man da den Kontakt. Aber warum pushen sie da jetzt großartig rein? Basic hat's gerissen, Tumi hat's gerissen. Und Beto. Das war jetzt im Endeffekt doch nochmal eine ziemlich teure Runde. Haben Dortmund gut gemacht. So, wir sehen die zweite Eco.
seitens Dortmund. Und es ist wieder der Stack auf B. Wenn sie so auch auf T-Seite spielen, dann bin ich ja mal sehr gespannt. Man bleibt halt wirklich wieder defensiv. Redet sich ein Spieler jetzt auf Mitte, beziehungsweise halt CT-Connector fokussiert, damit man überhaupt mal wenigstens etwas Widerstand hat, denn Morken ist schon am Ausschließen. Naja. Und da wird jetzt komplett rotiert. Schöner Mix aus Aggressivität und Defensivi. Die Defensivität, wollte ich sagen. So, Shinji! Mit dem First Frag. Netter Trade von Tumi. Und da wird nochmal ein bisschen Geld gefarmt. Schön durch die Smoke. 3-0 Bielefeld. Guten Morgen, mein Fenster ist zu. GG. So. Und da haben wir jetzt natürlich auch den Fullball seitens Dortmund. Wir sehen eine Farmers, zwei M4, A4, eine A1 und eine Ave. Gegenüber eine Galil, zwei Galil, immer noch einer MAC-10 und zwei AKs. Das wird die aggressive A-Push. 1. Schöner Frag auf jeden Fall von Morgan. Super Dan. Aus der Library. Oh, aber die Bombe liegt wieder. 3 gegen 4 Situation. Es könnte die erste Runde seitens Dortmund werden. Nette Nate. Atom Nate. So, und wenn sie jetzt halt nicht aimen wie die letzten Schweine, dann sollte das eigentlich machbar sein. Ah, ja. Netter Read von Beto. So, nur noch ein Kind da. Man sollte, ja, man entscheidet sich auch für den Safe. Vierte Runde für Bielefeld. Und man geht handen, wieso? Basics auch mit 2 HP und der Galil. Das war teuer. Runde geholt, aber zu welchem Preis? Ob das mal worth war, man weiß es nicht. Shinji. Steht jetzt Sandbags. Kann ansagen, dass Beto noch da steht. Nimmt Beto auch aus dem Spiel. Nette Nate. Atom Nate. Mal wieder. Direkt wieder der Trade. Und da wird er rausgeforst. Wird gemacht. Man entscheidet sich für den Bego. Nur Morgen steht halt noch mit der Ave. Master schießt von hinten aus. Kommt jetzt doch nochmal. Ne, jetzt mollen sie sich selber hinten auch noch ab. Der Bego ist jetzt safe eingeleitet. Netter Frick. Jetzt ist halt nur noch Quinn und Merken. Merkan. Sorry. Morken. So, jetzt habe ich es. Der Construct kann angecallt werden. Wird aber auch hier aus dem Spiel genommen. Und jetzt ist es halt nur noch Quinn, der aus CT kommt. Sehr schöne Defensivleistung. Und er geht da halt auf den Peak und safety Ave. Das könnte jetzt noch knapp für Bink werden. Die wird er nicht mehr durchbringen. 5-0, aber dafür komplett broke. Und neu kaufen.
Somit wenigstens ein kleiner Wehmutstropfen für die Dortmunder Jungs. Netter Doppelmolli. Ja, komplett gesandwiched. Sehr schön gemacht. Und da Frag-Refrag-Situation bei den gleichen Personen. Neben Shinji und Basics haben die aus dem Spiel genommen. Die Flash hat gesessen. Medal-Brause. So, der Rotate über A findet statt. Kurz piekt sich jetzt rein. Morgen mit dem Blick auf Lang jetzt wiederum Richtung Apps. Kann da Beta aus dem Spiel nehmen? Der Molly fliegt und siegt, wie bei Sailor Moon. Und gut, mit dem Headshot. Er weiß, dass Merkin da steht und auch er wird aus dem Spiel genommen. Warum sage ich immer Merkin? Morgen! Sorry! Lieber Morgen. Aber jetzt ist es halt nur noch eine 3 gegen 2 Situation. Wobei man es definitiv machen kann. Bombe liegt wieder. Pink wird aus dem Spiel genommen. Und jetzt sind es nur noch die 7 HP. Quint. Ich korrigiere die 0 HP. Bielefeld 6:0 hier auf Inferno Seiten auf der T-Seite. Beide Seiten halten ein bisschen unruhig. Auch wenn Bielefeld jetzt eigentlich schon sehr gute Runden hat. Und auch recht viele Runden sogar. Aber vielleicht mal ein bisschen ruhiger spielen seitens CT. Ich meine, die Rotiervorgänge kommen zeitlich. Aber nichtsdestotrotz ist man halt noch so ein bisschen... 64 Tick der Hölle, meine Freunde. Trotzdem sind sie halt so ein bisschen ungeduldig. Wissen nicht, was sie gleich machen sollen. Gehen recht schnell auf Ausschussverfahren. Es wirkt auf jeden Fall so, als wenn sie den Flatterschiss in der Hose haben. Und das Ganze einfach ein bisschen beschleunigen wollen. Hashtag in dem Fall kein Angriff oder no hate. Aber es fliegt einfach so. Netter Frag von Goob. Goobé. Mein Gott. Ich bin sprachlich komplett unterqualifiziert. Und Beto hat keinen Raff. Er hat den Raff. Alles klar. Da stand Quinn jetzt wieder viel zu offen. Library wird wieder abgefackelt. Bielefeld steht halt gut. Sie machen es halt kaum möglich, den Retake zuzulassen. Und jetzt sind es nur noch die beiden Dortmunder, die auf B auf den Exit gehen wollen, beziehungsweise ihre Waffe saven. Und Bielefeld geht wieder auf den Hand. Wie schaut es denn jetzt gerade Scoreboard technisch aus? Ja, Goop ein wenig an Carry. Ansonsten relativ gleich. Der Fangbond von Master ist gleich gemacht. Und ansonsten, ja, abgesehen von dem kleinen Carry, relativ ausgeglichen. Es sind ja auch immer halt nur derbe, knappe Runden. Ja, entweder gewinnen, kommt mal keiner durch oder... Halt mal ein oder zwei, hier sind mal vier durchgekommen, hier wieder zwei gegen zwei. Es sind sehr knappe Runden, auf jeden Fall. Und jetzt haben wir die 4-Mann-Deckung auf A. Die 5-Mann-Deckung jetzt.
weiß, dass es 128 Tick-Server sind, sorry. Und das war meines Erachtens auch klar drauf gewesen, deswegen dachte ich gerade auf Spaß 64 Tick der Hölle. Super Dan versucht jetzt ein wenig Momentum zu generieren. Schweine eben leider, doch Google ist aus dem Spiel. 4 gegen 3 Situation. Netter, nett aufgeschoben von Super Dan. Gegen 3 und da legen sie tatsächlich auf B. Oh mein Gott, ein neuer Ötifizierter. Rettet sich, wer kann. Insbesondere du. Danke, Panda Boy, für dein Follow. I appreciate that. So. Banane wird versucht, ein M zu nehmen, aber Morkan wird DZ aus dem Spiel genommen. Gleiche wie Master da. Ich habe heute so einen Sprachfehler, das ist unglaublich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass selbst Stephen Hawkins gerade eine bessere Aussprache hat als ich. Und dann wird die Pause gecallt. Und dann kann man nächsten Basic noch aus dem Spiel nehmen und eine AK für das Team saven. ...29-7, ganz stark. Aber auch hier wieder. Das, was ich halt gesagt habe, wieder nur zwei Mann überlebt. Beziehungsweise am Ende halt nur noch einer. Und das ist halt so ein bisschen, naja. Mehr Glück als Verstand in manchen Situationen. Meine Bielefeld steht zwar stark, aber nichtsdestotrotz riskieren sie halt auch viel, gerade nach dem Afterplant, wo sicher steht, dass auf den Safe gegangen wird. Riskieren sie sehr viel und gehen einfach pushen. Das kann man vielleicht ein wenig abstellen. Und da bin ich mal gespannt, wie die Dortmunder das jetzt handeln wollen. Aber es würde mich echt mal interessieren, ob das alte 99 Damage Server sind. Ja. Wenn das so umsteht, ich meine Season 6. Wir sind jetzt in der Season 7. Im Übrigen, wenn ich das schon mal sehe, by the way, nächste Woche am 25.10.17 unser nächstes 99 Damage Spiel in der Starter Division. Ötteshofen gegen Mitjumimas. 20.30 Uhr. Immer schön einschalten. So, und es geht weiter. Nach der taktischen Lagebesprechung bin ich mal gespannt, wie sie es jetzt machen. Der Force Buy ist auf jeden Fall da. Nichtsdestotrotz sieht es jetzt mit dem Geld wieder mau aus. Das heißt, die Runde müssen sie holen. Und sie pushen einfach durch. Max Hand und Acker-Regel. Ja, schade. Und schon sind es nur noch zwei. Man kann sich eigentlich direkt schon instant auf den Safe einigen. Hatte Beto da Contact oder was? Schöne Popflash. Hat nur leider gerade absolut nichts gemacht. Man entscheidet sich jetzt hier wieder auf den Hand. Das ist das, was ich vorhin sagte. Wieder eine AK-Verlängerung. Klar, das Geld ist da, aber es ist trotzdem ärgerlich. Es muss nachgekauft werden. Und da ist der dritte auch noch gefallen. Das war wieder unnötig teuer. Wenn sie die Runde jetzt verlieren, dann muss schon mal wieder geguckt werden. Klar, Tumi kann ein wenig aushelfen. Gleich wie bei Basics. Aber wenn die jetzt nochmal zwei Runden so aggressiv
im Afterplan drangehen, dann müssen die sich leider auch nicht wundern, wenn sie dann eventuell mal wirklich eine Runde ohne Geld dastehen. Zumal der volle Loser-Bonus halt vorhanden ist auf Seiten Dortmund. Und der Ball relativ gut gesichert werden kann. Dortmund wirkt ein wenig verunsichert. Ja, die Nate war nicht schlecht. Und es wird der Bego der Hölle. Dreimal B-Deckung. Und es geht los. Abgesehen von der CT-Smoke. Und ja, Bings kassiert da im Nacken. Erster Abefrag. Zweiter Abefrag. Morgen, richtig schön. Und sie haben halt Shinji im Ninja nicht auf dem Schirm. Er jetzt rumzieht. Sehr schön. Sehr schön. Und schon ist es noch die 1 gegen 1 Situation. Und sie haben nicht auf dem Schirm, dass ein Ninja steht. Und das ist die erste Runde für Dortmund. Schön gespielt. Kann man nicht anders sagen. Und auch absolut verdient. So, wie hält man jetzt mit dem Geld aus? Das ist genau das, was ich meinte. Tsumi hat zwar jetzt noch ein bisschen was auf der Tasche, aber beim Rest ist schon knapp, wenn sie jetzt die Runde verlieren. Wird dann wahrscheinlich der SMG bei seitens Tsumi dann gefordert. Oder man geht auf die Eco. Beide Teams auf jeden Fall jetzt gut ausgestattet mit 4 AKs, 1 AWP auf T-Seite und 4 M4s und eine AWP seitens CT. Und die Bombe orientiert sich Richtung A. Und da fliegen die Smokes wieder. Coffin zugesmoked. Ist aber die einzige Smoke. Quinn nimmt Beto schön auf dem Spiel. Kann doch hier auch nichts gegen zwei machen. Sehr unlucky. Bombe liegt Balcony. Und sie sind halt nicht auf den Fake reingefallen. Trotzdem Gube mit dem guten Fracking über Morken. Und das ist die zweite Runde für Dortmund. So, wie machen sie es jetzt? Da habe ich die erste AK geschmissen. Da die zweite. Und der Rest muss zusehen, wie man klarkommt. Dann entscheidet sich ja halt auf den Force bei, so wie ich es mir halt schon gedacht habe. Allerdings dann doch nicht mit SMG, sondern 4 AKs, einer Galol. Und jedes Mal dieser Doppelmolly. Der tut jedes Mal weh und holt mindestens einen. In dem Fall hat es jetzt Gube getroffen. Auch schon wieder unnötig. Es wird Richtung B zurzeit aufgebaut. Und Bombe geht Mitte. Sehr gefährlich. Und schließt sich Banane wieder an. So, die CT-Smoke liegt endlich. Coffins ist ebenfalls weggesmoked. Und es wird draufgegast. Dortmund holt sich Unterstützung aus CT. Und er macht den Stewie! Sehr schön! Und warum geht Tumi jetzt wieder so aggressiv weit raus?
Jetzt ist es nur noch Basics. Die Bombe ist zwar gelegt, aber die Runde wird er nicht holen können. Und wenn doch, fress ich den Besen. Nee. Ist ganz gut, ich habe eh keinen Besen hier. Dritte Runde Dortmund. Und jetzt muss man definitiv eine Eco einschieben. Oder man entscheidet sich erneut auf den Force Buy. Was ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht so wirklich glaube. Maximal ist ein GeForce. Aber so wie es aussieht, wird es die volle Eco. Beziehungsweise es wird sich hier noch beraten. Und wir haben wieder mal eine Pause. In der Zwischenzeit schaue ich mal kurz, was meine Chickens machen. Gleich wieder da. Aggressiver B-Push. Tut mir leid, dass ich erst jetzt wieder reinschalte, aber ich habe heute noch nichts gegessen. So. Und es war auf jeden Fall schon mal eine Eco, die sich komplett gelohnt hat. Man bekommt sogar den Plant durch. Das ist immens wichtig gerade. Und leider nicht so gut gemacht von Dortmund. Aber der Push, der war auch einfach zu stark. Ich habe es mir ja aus den Augenwinkeln gesehen. Master, ja, das ist deren Runde trotzdem verdammt teuer. Die Bombe ist down. Beziehungsweise reingelegt. Das sollte auf jeden Fall jetzt eine gute alte kleine Finanzspritze für Bielefeld gewesen sein. Ist es auch, wie man sieht. Und Google halt immer noch ein wenig am Carryen, aber ansonsten immer noch das gleiche mäßige verteilte Bild. Und ist halt wieder eine enge Runde. Und es geht auf Mitte zu. Mit Full AK hat man jetzt die Mitte-Kontrolle ein wenig im Griff. Hoppala. Ich glaube, das ist das Besteck weg, das ist uns zu laut. Vorsichtig auf jeden Fall schon mal erstmal den Angriff ein wenig mehr delayen. Gut rumgepusht. Leider hat es sich für den endgültigen Frag Guy reicht. Und kill mit dem ersten. Ich sage, er macht noch zwei. Sehr schön koordiniert. Und Beto drückt erstmal in seinen eigenen Mate rein. Und jetzt sind es nur noch wieder Master und Morkin über. Eine Library, einer kommt lang. Jetzt über kurz. Wieder eine 2 gegen 2 Situation. Sehr ähnliches Bild. Dennoch kann Master angesagt werden. Schöner Frag von Tommy. Und das war nicht. Sehr schön gemacht von Morgan. Schöner Spray-Transfer.
Kannst du nichts gegen sagen? Schöner hätte ich es nur von den ganzen Pros erwartet. Fünfte Runde, was ist los, Bielefeld? Habt ihr keinen Bock mehr? Es wirkt schon fast so. Aber Dortmund hat sich einfach nur jetzt aufgerafft. Es wurde auch Zeit. Ich habe mir echt schon Sorgen gemacht. Aber im Vergleich zu den ersten Runden stehen sie jetzt besser. Das Glück ist auch ein bisschen mehr auf deren Seite. Bielefeld ist halt immer noch viel zu aggressiv. Das müssen sie jetzt endlich in den Griff kriegen. Ansonsten lege ich mich fest, werden die in diesem Spiel nicht mehr viel machen. Wenn die auf CT-Seite wirklich auch noch so aggressiv spielen, wie sie es jetzt tun, dieses Ungeduldige, dann lege ich mich fest, wird es ein 16-11 für Dortmund. Schöne Hot Rod vom Master. So, und es wird halt jetzt wieder auf A gehen. Man kann den Angriff halt wieder delayen. Und Beto kassiert. Keiner hat Quinn so richtig auf dem Schirm. Und Dan spielt ist sehr schön. Und da kommt halt Quinn von hinten. Guter von der Stelle, 6-9. Für Bielefeld. Auf jeden Fall ein paar schöne Szenen dabei, ein paar unnötige Szenen dabei. Wie gesagt, Bielefeld muss sich jetzt raffen, weniger aggressiv zu spielen. Ansonsten wird das nichts mit der ersten Map. Die zweite Map wird Overpass, da bin ich eh mal gespannt, was das wird. Da wird auch direkt schon gecallt, dass Google mal ein bisschen aufhören soll zu drücken. Aber da sehen wir es halt nochmal. Kill-Death-Verhältnis ist relativ ausgeglichen. Also meines Erachtens auch alleine, wie die Leistung jetzt so ein bisschen nachgelassen hat, wäre ein 7-8er verdienter gewesen für die Halbzeit. Als ein 0-6, und da bin ich ehrlich. So, Beto mit dem ersten. Kann auch ansagen, dass mindestens einer Apps ist. Und sie spielen schon wieder viel zu aggressiv. Genau das, was ich gesagt habe. Warum wird jetzt schon Banane gepusht, wenn die Bombe noch nicht mal safe gesehen wurde? Dortmund hätte jetzt auch einfach mal stumpf mit der Bombe mit T-Bay stehen bleiben können. Banane durchrushen und dann einfach auf B legen. Das haben sie jetzt in dem Moment einfach nicht beachtet. Und genau das hat Binke wahrscheinlich jetzt auch gerade befürchtet. Täuscht die Steps an. Geht doch jetzt wieder zurück. Richtung Arch. Und es wird der Argo. Und jetzt aber löst. Einmal provisorisch eine Mate reingedrückt. Basic mit 1. Sie müssen die Bombe runterbringen. Und das passiert jetzt auch. Auch wenn Dan da jetzt nicht mehr so viel machen kann. Und da kommt der Headshot. Und da kommt der Reh. Ja, aber die Bombe ist unten. Schon mal sehr gut. Für Dortmund. Und wenn Bielefeld jetzt
ich sag's jetzt zum dritten oder vierten Mal, nicht endlich von dem Ross runterkommt und mit dem Pushen aufhört, dann werden sie dieses Spiel noch verlieren. Oh, Master AFK oder was? Werden da jetzt die Hex eingestellt? Oder nochmal das Kippchen gedreht. Oder sich was zu trinken holt, wie auch immer. Die Nate war lecker. Nur leider nicht so lecker. Das war so eine McDonald's Nate, ja. Kann man mal machen. Gibt aber bessere. Und jetzt der aggressive B-Push. Der Frostbite, by the way. Kommt verdammt gut. Und da wurde die M4. Kann man machen. Kann auch. Dann nach hinten losgehen. Netter Flick von Basics. Und dann wird einfach über Construct gegangen. Einfach mal die Smoke umspielt. Sehr schön. Und da ist die M4 down. Und die fangen wir es ebenfalls. Ja, und jetzt ist Beto da gerade ein bisschen überfordert. Währenddessen schon die Ansage gekommen, es kann keiner eine Banane stehen. So, Beto macht Quinn. Wird jedoch vom Master direkt aufs Spiel genommen. Linke wiederum mit der Atomnate. Und somit haben wir 6 zu 11 für Bielefeld. Aber es war wieder mal teuer und wieder nur 2 am Leben. Das Spiel, was man die ganze Zeit halt sieht, es wiederholt sich immer und immer wieder. Meistens immer die gleichen Aim-Duelle, die meistens immer gleich ausgehen. Mal Degel jetzt auf Seiten Dortmund. Wird auf den Peak gegangen. Kann sich gerade so noch selber das Leben retten. Morgan jetzt aus dem Spiel genommen. Shinji hat jetzt auch schon die andere Welt betreten. Die Bombe liegt halt so mitten offen und die lassen sich jetzt aber auch wiederum einzeln abfahren. Ja, sehr schön gespielt. Aber dennoch hat es jetzt gereicht für den Fullby. Morgan mit der AWP, viermal Restacker. Gegenüber halt der UMP Farmers Doppel M4. Und ja, die zweite UMP. Wobei ich zurzeit die Bison eigentlich noch ein bisschen stärker finde. Aber das war jetzt stark. Warum ist Tumi jetzt rumgegangen? Man weiß es nicht. Er hätte noch ein bisschen defensiver bleiben können. Eventuell versuchen können. Und Gube ist da wieder so aggressiv. Und da hat er Glück, dass er überhaupt noch so lange überlebt hat. Die Mates sind jetzt B so gut wie drauf. Jetzt sind sie drauf. Jetzt ist es halt nur noch Bink. Der jetzt erstmal von A rotieren muss. Er denkt halt nochmal, es wird der Argo. Ich denke, es wird sich jetzt dafür entschieden, wenigstens eine M4 durchzubringen. Wenn nicht sogar die AWP. Yep, AK sogar. Und man entscheidet sich da auf den Safe.
Und die Dortmunder machen es richtig. Ich wollte gerade sagen, auch wenn es jetzt ein bisschen zu früh ist, schon abzuhören. Aber sie gehen doch. Na, sie machen es doch nicht richtig. Auch sie gehen jetzt auf Hunten. Anstatt halt geschlossen zu bleiben. Ja, so war das auch ganz gut, wie sie es gemacht haben. Ich habe ja nichts gesagt. 7 zu 12. Noch ist mein Ergebnis drin, was ich getippt habe. Bei Bielefeld insbesondere Jube kann es nicht lassen zu pushen. Ich meine, Goldober-Taktiken sind eigentlich immer ganz geil. Aber in dem Fall, naja. Netter Shot von Shinji. Und mit dem zweiten durch die Smoke. Da würde ich mal langsam die Demo anfordern. Kappa. So, Beto revanchiert sich dafür. Ah, wenn Beto auf den Schirm gehabt hätte, wie knapp er eigentlich dran vorbei war. Netter Molly. So, Beto nimmt Super Dan aus dem Spiel. Nette Flash. Zwei gegen eins. Bombe ist für ihn gelegt. Nett rausgespielt. Und 8 zu 12. Und da sehen wir die nächste Pause. Das heißt für den Ötze, er geht mal ganz kurz nach. Auch wenn es halt genau das ist, was ich sage. Sie kommen zwar auf den Spot, die Runden sind halt relativ gleichmäßig verteilt. Aber nichtsdestotrotz, sie riskieren viel zu viel meines Erachtens nach. Und das ist gerade bei einem Ligaspiel jetzt nicht unbedingt das, was man braucht. Zumal die ersten Runden hat es ganz gut geklappt. Aber jetzt müssen die Bielefelder Jungs endlich raffen, dass sie damit nicht unbedingt durchkommen und lieber geschlossen bleiben sollten. So, ich bin gleich wieder da. So, perfekt zum Pausenende ist der Kommentator auch mal wieder da. So, wie wird jetzt weiter vorgegangen? Ich glaube, Bielefeld sollte einfach auch mal so was spielen, was Dortmund am Anfang gespielt hat. Einfach wirklich mal stacken. Auch einfach nur mal für den Surprise-Effekt. Netter Frag von Beto. Und wenigstens geht man da mal zu zweit rum. Quinn gegenüber Gube erfolgreich. Und auch da, Quinn gegenüber Bink. Die pieken jetzt einzeln rein. Das ist so fucking unnötig. Da jetzt schon wieder.
Ja, man wird hier auf den Exit gehen. Ich denke, ich lege mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, das ist das 9 zu 12. Und diese Runde geht absolut verdient an Dortmund. Auf jeden Fall gerade nett auf Model gewesen. Manchmal sieht das härter aus, als es eigentlich ist. Aber naja. So, und jetzt schon wieder. Sie gehen nicht unnötig handeln. Weil sie wissen, dass sie halt wahrscheinlich jetzt einfach nur auf Exit gehen. Sie gehen relativ geschlossen. Saven ihre Waffen. Und rein. Basics hat jetzt noch eine AK ergattert. Aber 9 zu 12. Noch ist mein Call völlig drin. Die spielen einfach viel zu aggressiv. Und da, wo es dann angebracht wäre, mal kurz aggressiv reinzugehen, da sind sie dann defensiv wie die letzten Hühner zur Osterzeit. Wenigstens jetzt wieder ein Full-Buy auf beiden Seiten. Die KD-Ratio ist halt immer noch relativ ausgeglichen, außer dass sich jetzt halt Beto und Uwe halt mittlerweile da den ersten streitig machen. Diese Hochplänterei, ne? RIP. Gerade mal 3 Punkte Unterschied zu 10 Frags, das ist geil. Aber auch hier wieder, die Runden waren sehr, sehr knapp, außer da war halt Full Ace. Ach, ey, sorry schon. Aber ansonsten auch hier. Es ist relativ ausgeglichen. Und ich muss gestehen, von Teamverhalten her spielt Dortmund wesentlich besser zusammen als Bielefeld. Weil man halt auf die entscheidenden Peaks halt geht. So. Das war jetzt relativ Glück. Und Master schlich den Shinji rein. Was war da denn los? Normalerweise kenne ich das nur von mir, wenn ich in Hult reinsteche. Was? Hat er nicht gesagt. Aber was war da denn los? Jetzt wirft Dortmund nochmal weg. Haben sie neue Skins morgen oder wie? Also das war jetzt kurios. Da wird die nächste Pause gefordert. Jetzt gibt's erstmal einen drauf. Da ich auf MM, ich sag mal ganz dezent, einen Pups drauf gäbe, ich es genauso spannend finde wie Flutterschiss. MG1, aber spielt trotzdem halt mal mit Globals etc. zusammen, also Ränge sagen ja jetzt auch nichts. Aber ja, ich weiß, dass ich jetzt nicht der erfahrenste Spieler bin. Aber ein bisschen drauf habe ich schon. Und auch da wieder. Ich kann ja nochmal Werbung für unser 99 Damage Spiel nächste Woche machen. Das erste gegen die Virus Bros haben wir ja gewonnen, 2-0. Schön lecker Mirage mit Nuke. Meine ich ganz nice. Nächste Runde, nächste Woche Mittwoch am 25.10.17 um 20.30 Uhr heißt es dann gegen Meteor Mima. Und das wird schon ein richtig starkes Spiel dann von uns werden. Also wie ihr mitbekommen habt, sind die voll global. Ja. Das wird ziemlich interessant. Und die Pause ist direkt wieder an Post. Die Nadel ist lecker. Oder auch nicht. Die zweite, die war lecker.
Unser Mega ist eingeleitet. Ja, der Modi hat sich leider schon verraten, wo er stehen könnte. Oder auch nicht. Weil er lässt sich TS einfach durch. Basics mit dem ersten, mit dem zweiten. Kann endlich gut werden. 4 gegen 2 Situationen. Wie immer. Morgen immer noch gut dabei. Und Grube denkt, es wird halt nochmal A. Obwohl die Bombe liegt. Oh mein Gott, ein neuer Ötifizierter! Rettet sich mehr kann! Insbesondere du. Dankeschön, Holly, für dein Follow. I appreciate that. Und hoffe, dich einfach mal öfters zu begrüßen. So, und das war jetzt gerade noch eine starke Runde seitens Bielefeld. Ich habe leider jetzt meinen Call weggeworfen. Also Bielefeld hat draus gelernt. Sie sind jetzt nicht mehr so ganz so gierig und schon holen sie wieder die Runden. Gut, dass sie das jetzt so ein bisschen im Griff gekriegt haben. Weil sonst hätte ich mir festgelegt, wäre das Spiel haushoch noch an Dortmund gegangen. Und jetzt haben wir hier halt die Full Eco mit einer P250. Zwei 2P50s. Und Teppich wird jetzt durchgegast. Der Master macht einen Blick aus dem Spiel. Und jetzt nur noch 4 gegen 3. Netter Headshot von Grube. Schade, Schweine-Aim der Hölle. 3 gegen 1, aber wichtige ist da, nämlich die Bombe. ...9:15. Und hier, kein Ding. Alles gut. So, 6 Matchbälle. Werden sie es jetzt wegwerfen oder nicht? Natürlich entscheidet man sich hier auf den Fullball. Master wiederum der SG, das wird interessant. Und 4 AKs. Das haben wir jetzt einfach mal kurz nicht gesehen. Hat der Server einmal kurz rumgeleckt. Netter Wall Bank Try. Schöne Pop-Flash. Grube braucht einfach nur reinsprayen. Ja, sehr mutig da rauszuputzen, wenn man weiß, dass da einer steht. Und die Bombe ist halt am überlegen. Geh mal A, geh mal B. Geh mal doch C, bitte dich alle drei ankreuzen. Roberto steht jetzt sehr defensiv. Wie bespielen die das jetzt? Beto nimmt Dan erstmal ganz dezent aus dem Spiel. Und macht noch einen. Und Grube legt nach. Und da ist das G zu dem G, zu dem W und dem P. GG. 16:9 für Bielefeld auf der ersten Map Inferno. Nach einer ganz kurzen Pause und ein paar Werbedeals, natürlich meinerseits, geht's dann zurück. Na, zurück nicht. Geht's auf Overpass weiter. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine schöne Pinkelpause und sag einfach mal, bis gleich.
We'll be right back.
So. Und da sind wir. Auf der zweiten Map. Die DE Overpass heißt. Weil ich gehe jetzt erstmal ins Team wieder offline. Der hier nur wieder zugespammt, sind wir nicht mehr. Ja, jetzt warten wir halt noch, bis der 50 Spieler connected und dann geht's los. Okay, solange ich warm bin, lass ich doch noch mal ein bisschen Musik unterlaufen. Weil ihr seid im Warm-up logischerweise nicht so viel reden können. Hey, bin ich denn jetzt voll Banane? Kommt denn jetzt in diese scheiß Ego-Sicht wieder rein? Hey, Leertaste, funktioniert. Okay, ich bin gerade komplett geistig verwirrt. Ich reconnecte einfach nochmal. Ach ey. So, alle Mann im Start jetzt. Und ich denke, in den nächsten 1-2 Minuten wird es jetzt auch endlich losgehen. Nett, auch nicht.
Nice try. Hauptsache, die beeilen sich mal. Ich habe keinen Bock, mit dem Stream abzubrechen. Ich muss ja nur um 5 wieder verschickt sein. Und das wäre natürlich auch eine Sensation. Caster schläft während Match ein. Ja. Jetzt haben wir die Game Sounds jetzt generell alle geändert. Hier soll noch ein Overwatch machen können. Mit seinem Hüpfen sind wie die kleinen Gummibären, ne? Mit der Boost Session. Nicht das, was ich meinte. Ach ja.
Was gibt es denn so für Effektfilter? Oh mein Gott, ein neuer Artifizierter! Rettet sich, wer kann! Dankeschön, Blank. Ja, ziehe ich meine Aim-Schale einmal vor dir, ja. Ich bin ein Einhorn. Warum hält die Scheiße nicht? Na egal. Ma, halt doch. Wenn ich jetzt einschlafe, ist es eure Schuld. Oh mein Gott, ein neuer Ötifizierter rettet sich, wer kann! Insbesondere. Danke, E-Wave Nero, für dein Follow. I appreciate it. Aber da kann ich ja nebenbei ja doch nochmal mit meinem Lichtschwert rumspielen. Warte mal, jetzt muss ich aber. Okay, randaliere ich halt. Yay! Oh mein Gott, ein neuer Artifizierter! Maxo! Ebenfalls, danke für dein Follow, I appreciate it. Na ja, klar, Viper. Und Servus Tickle. Oh, 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 es geht los! Dass ich diesen Tag noch erleben darf, ist das geil. Ich mach mal die Facecam wieder weg, weil sonst habe ich nur Gasmus. Und Dortmund holt die Knife. Naja, klar. Wie auch vorhin schon. Ah, ja, sorry, damit habe ich jetzt gar nicht mehr gerechnet. Warum ist mein Mikro denn so übel sensibel? Ich weiß es nicht. Aber es geht los! Muss man meine Sense hier echt mal ein bisschen runterschrauben. Ich war jetzt so verwirrt, ja. Alles klar. Naja, scheint alles okay zu sein. Eieieiei, damit habe ich ja gar nicht mehr gerechnet. No, ist auf jeden Fall auf CT-Seite. Alter, warum ist mein Mikro denn so?
Vielleicht übersteuert das ja nicht mehr so, wenn ich jetzt so ein bisschen weiter entfernt rede. Eieieiei. Jetzt bin ich voll aus dem Rhythmus raus, ja. Aber Bielefeld geht jetzt wohl mal über Toiletten Richtung A. Ja, keine Ahnung, irgendwie die Motivation ist weg. So, und dann wird Connect dagegen gepusht. Schön erstmal die Mates reingedrückt. Eins. Und da zeigt der Frag Refrag. Situation da und es wird doch gnadenlos auf B gegangen. Haben sie gut gemacht. Gut mit dem Headshot gegenüber Morkin. Doch super, lässt es sich nicht nehmen. Und tankt Basic einfach mal weg. Doch bitte macht Quinn weg. Blinke wiederum Master. Oh mein Gott, ein neuer Ötifizierter. Rettet sich, wer kann. Insbesondere du. Und Charniak, danke für dein Follow. Und Gube ist halt noch hinten. Und hier der super getankte Dan, ja. Weil bleifrei Benzin langweilig ist, nimmt man einfach mal super. Macht er gut. Ja, geht jetzt auf den Spot. Ja, und wird dann supermäßig aus dem Leben gepimpert. Na ja, klar. Erste Runde für Bielefeld. Yay! Ach ja, wir nähern uns jetzt doch so langsam mal dem Ende. Also ich muss gestehen, ich habe eigentlich damit gerechnet, dass die zweite Meta Ice Guide abgesagt wird wegen dem Verbindungsproblem. Ach ja, ist halt schön. Ich komme doch noch zum Labern. Und es wird sich jetzt halt wieder langsam abgetastet. Och man. An für sich ganz gut, aber Bielefeld hat es, glaube ich, nicht verstanden, dass Dortmund einfach nicht pushen wird auf CT-Seite. Das haben sie vorhin schon nicht gemacht. Auf Entwe. So, jetzt haben sie halt Spielplatzkontrolle. Wie halt keiner auf B. Es ist halt der perfekte 5-Arm. 4-Mann-Toiletten. Da muss man sich auch an jemand trauen. Und sie machen es einfach. Zack. Ja, jetzt ist aber Gangtime hier. Und die 4 sind gemacht. Jetzt seid ihr noch morgen. Der aber auch leider nichts mehr machen kann. Hey, wir sehen einen möglichen B-Split. Schöne Flash ins Nichts. Die Disco-Party, lalalala, hat Beto den First Rake beschert. Wo immer auch Morgan da gerade hingeaimt hat. Servus, ganz schön sneaky. Howdy, my friend. My friend. Ach, keine Ahnung. Kannst halt nicht wie ein Vollblutrusse so geiles R rollen. Das geht nicht. Ist mir leider nicht möglich. Jetzt haben wir halt hier den kompletten B-Stack und den restlichen Fehler halt überall. Und es wird auf A gegangen. Schöner Read. Und es wird wieder schön geschlossen. Nach A verschoben. Das finde ich eigentlich sehr schön.
einmal schön genüsslich von Lang und. Ja, wird es der geschlossene Lango? Um dann nochmal auf den Exit zu gehen. Man weiß es nicht. Man ist gespannt. Aber da fallen jetzt. Hey, wir sehen einen möglichen Bissen. Oh, da war mein Stream leider selber zu laut. Ja, da sind die CTs. Ja, die Flex wurden aber gerade gesammelt, wie andere jetzt Panini-Sticker sammeln würden. Wir gerade nur die Meinung der Dashboard, oder? War aggressive Killer Go. Und 14 Zuschauer, die sich hier den Wahnsinn geben und so einen typischen Spasten aller mich einfach nur zuhören, wie der einfach nur scheiße labert. Finde ich geil, finde ich geil. Bockt mich ja schon so ein bisschen an. Danke auf jeden Fall dafür für euren Support auch. So. Ja. Massa hatte Bock auf die Jubelfeier. So richtig schön lecker da. Terroristen vielleicht. Ja. Geht doch jeder mit einem schönen Frack. Ja, nice try, Malkin. Nice try. Ja. Peter macht da nichts mehr. Und der bleifreie Super Dan, ja. Klatscht die Runde. Und die Fuse, noch die Bombe. Dortmund 1 zu 3. Yay! Das Spiel ist wieder offen. Soll ich die Facecam eigentlich anlassen oder? Oder wohl besser nicht, ne? Hinter habt ihr noch Augenkrebs oder so. So. Interessante Variante jetzt von Bielefeld. Bisschen einer Connector rein, einer guckt ein bisschen Spielplatz bzw. Mitte, zwei stehen vor B. Kann man machen. Muss man aber nicht. Und das ist halt der übelste Split, also in der Theorie lassen die sich jetzt wahrscheinlich gleich einfach one by another abfahren. Die spielen es halt sehr gut. Also Dortmund jetzt sehr defensiv. Deswegen auch halt diese ganz langsamen Runden zustande kommen. Morgen versucht da ein bisschen Info zu ziehen. Und einfach einmal gegen das WC-Schiff, nein. Kann man machen. Eins. Ich glaube, die Dortmunder sind halt wie Diesel, ja? Nicht wie, wie Super, sondern eher wie Diesel, ja? Die brauchen ihre Zeit, bis sie kommen. Und wenn sie wollen, fahren sie dann auch mal rüber wie eine Diesel-Lok. Auch wenn ich mich frage, was Binkel so jetzt noch macht. Weil das ist ein klasse Retake bis jetzt von den beiden. Ich habe den 3-Meter gesagt. Das machen sie geil. Das ist die zweite Runde für Dortmund. Und keiner mehr im Leben. Ja, sag ich doch, Sneaky. Die wird erstmal wieder schon ein bisschen hochgeboostet.
Aber das sah jetzt gerade so aus, als wenn die Bielefelder da jetzt gerade zugefahren wären. Doch Binky hat den Reed. Moin, moin. Tschüss, Gingy. Hast du noch Bock, ist die Frage. Schöne Nate. Und wir sneaken uns voran. Und der Big O eingeleitet. Ich muss jetzt ein bisschen gut reagieren. Einen hat er wenigstens gemacht. Und die Bombe lief halt wieder safe. Gegen Morten und Dan. Doch Basics hat Dan direkt auf dem Schirm. Und jetzt ist nur noch Morten mit der Aare. Und ja, er sollte sich dazu entscheiden, diese lieber zu saven. Obwohl ich selbst gehört. Noch ein netter Quickscope. Und Bielefeld soll jetzt nicht wieder den gleichen Fehler machen wie vorhin schon. Ich nehme mich jetzt One by Another picken lassen. Nur weil man zu gierig ist. Ist ja nochmal gut gegangen. 2 zu 4. Sehr schön. Wenn Dortmund damit durchkommt, dann haben sie sich die Runde Mehrheit verdient. Das wird so ein harter Mitte-Push. Und dann bleiben sie da stehen und aim ab. Wie gut ist das bitte? Doch eigentlich müssten die Steps doch so ein bisschen gecallt sein. Warum orientiert sich die Bombe jetzt nicht einfach B? Ja, Morgan war auf dem Schirm. Auch einfach mal eine Runde rumkriegen und gewinnen, ja? Einfach eine Eco und Push antäuschen, dann up-aim und die Zeit einfach verstreichen lassen. Und da ist wieder Frag Refake. Noch jetzt ist es halt nur 4 gegen 1. Shinji alleine mit der USPS. Aber Richtung A. Das könnte nochmal entscheidend werden. Die Runde wird er wahrscheinlich nicht mehr holen, aber er kann es halt nochmal teuer machen. Macht er leider nicht. 2 zu 5, Bielefeld. Entscheidet sich halt wieder auf den halben B-Split. Kurzwasser wird jetzt einfach nur durchgepusht. Leider ein bisschen zu hoch. Gedanke war gut. Und jetzt wird schon Mitte gegen gepusht. Um auch noch direkt auszuschießen. Ja, wie kam denn das City auf einmal dahin, ne? Moin, moin! 3-3. Wir haben gleiches, also ein ähnliches Bild wie gerade schon auf Info. Wenn die Runden geholt werden, dann mehr aus Glück. Weniger durch Können, ohne es böse zu meinen. Aber die Runden sind jedes Mal recht verdammt knapp. Aber Bombe liegt jetzt auf B. Basic. Aber natürlich eine verdammt gute Pose. Netter Spray-Transfer, machte nur leider nicht viel. 2 zu 6. Aber sehr schön trotzdem rausgespielt. Wieder nur noch 2 Ts am Leben.
Die machen es den Jungs echt nicht leicht. Du, die haben jetzt noch viel überlebt, aber da waren es halt nur drei. In den zwei Runden waren es auch nur zwei und drei. Auf jeden Fall ein sehr ähnliches Bild, auch vom der Kill-Death-Ratio. Nee, auf jeden Fall. Bombe Richtung mit unterwegs. Netter Frag von Superdan. Granatenlack für Gubeln. Der Argo wird komplett eingeleitet. Schöne Popflash, wurde nun leider gereadet. Gehen sie auf den Safe oder wagen sie sich? Aber sieht so aus, als wenn zumindest Quinn schon mal auf den Safe geht. Und Google halt eigentlich mit der guten Pose. So, hier entscheidet man sich halt auf den Exit. Zu dritt haben sie schön gemacht. Terrorists win. Doch dies ist leider wieder eine weitere Runde für Bielefeld. 2 zu 7. Der Zwischenstand. Geht man da auf den Force bei? Ja, geht man. Aber Bielefeld hat, glaube ich, aus dem ersten Spiel gelernt. Aber was ist denn da mit Wasser los? Muss man da wieder was einstellen? Naja, ja. Und fort sind deine Shadow Daggers. Was? Ja, nein, Tamoli. Hat leider nur für ein oder zwei Ticks gereicht. Kann halt schon definitiv gesagt werden, dass es der Bego wird. Ja, schade, Schokolade. Herr Gube. Peto gegenüber Master erfolgreich, kassiert jedoch wieder von Morkin. Oh, und Quinn macht es so gut! Anderthalb macht er noch. 3 gegen 2. Bombe wird gelegt. Morgan verrät sich somit leider. Die Wasserslaps waren jetzt eigentlich da. Netter No-Scope! Hallo! Guten Morgen! Und Dan dann auch gegenüber Tommy erfolgreich. 3 zu 7! Ich glaube, ich hole mir gleich mal erst was zu trinken. Erinnert. Da war der Fall der Mitfühl. Nichts daran, dass ich einfach dumm wie Sau bin, aber hey, verraten einfach nicht an.
Dash. Haben leider nicht so viel gemacht. Ah, Bombe ist gerade Toilets unterwegs. Nice try, Shinji. Aber auf jeden Fall guter Anhit. Beto noch mit 4 AP. Und da fliegen halt die Fake Smokes. Ist das gut? Aber auf den Fake wird nicht reingefallen. Da muss Kuba erstmal vor Freude in die Luft springen. Morgen nimmt Beto mit einer schicken Atomnadel aus dem Spiel. Es leben noch 4 Leute, die Bombe kommt da durch. Und jetzt haben wir wieder das typische 2 gegen 2 Bild. Basic ist aus dem Spiel. Wir müssen halt beide eine Seite einfach nur übernehmen. Und das. Oh. Sehr schöne Runde. Bomb has been defused. 3 zu 7. 4 zu 7. 4 zu 7. Natürlich. Natürlich kommt der Call. Der Pause. Wie sollte das auch anders sein? Ach ja. Das Problem ist halt einfach, die TDs, die rotieren halt wesentlich schneller. Währenddessen dann, wenn jetzt zum Beispiel der Argo halt eingeleitet wird, dass dann halt, obwohl die Bombe knapp zur Hälfte runtergetickt ist, klar, kann man machen, aber gerade mal einen irgendwie auf Bank hat und der andere turnt hier irgendwo rum, obwohl eigentlich gecallt sind, da schon mindestens 2 hier in dem Bereich sind, dann weiß ich halt auch nicht weiter, wie man das da halt noch ein bisschen besser machen kann. Aber naja. Mal gucken, wie es weitergeht. Und Basics callt da weiter die Taktik rein. Und jetzt geht's wieder los. Und jetzt mal bitte nicht wie ein Ötter aimen, ja? Danke. Oh ja, da hinten muss ich spielen. Das hat man vielleicht nicht ganz auf dem Schirm. Oh, man trippelt da! Hat es leider kaputt. Ich hätte das jetzt so gerne gesehen. Da bin ich jetzt drauf. Jetzt haben sie den Boost aufgelöst. Ach komm. Unlucky. GG verfehlt und gibt leckeres Barbecue ab. Drei gegen zwei. Wie handelt das Dortmund? Bombe liegt auf jeden Fall wieder. Netter Molly. Netter Teammate. Da laufen sie halt beide rein. Da kannst du halt auch nichts machen. Aber versuchen müssen sie es langsam. Von daher Entscheidung absolut in Ordnung. War halt dann nur ein bisschen unlucky.
da kann man dann jetzt erstmal die Holzbleche nicht hoch. Das ist auch schon ein sehr schwieriges Unterfangen. Und da ist es, der B-Push! Nett, nett. Aber das muss doch jetzt gecallt sein. Mal ein bisschen mehr riskieren jetzt. Auf den Spot gehen. Ja, aber wie schön sie sich jetzt auch wieder zurückgezogen haben. Sehr schön gespielt. Halt ein Frag gemacht, eine Waffe gesaved und dann gleich wieder zurückgezogen. So wie man es machen sollte. Nette Nate. Und schon haben wir wieder 3 gegen 3. Und schon war es ein 0 gegen 3. 4 zu 9 für Bielefeld. Die Stadt, die es niemals gibt. Oder nicht existiert. Dementsprechend existiert das Spiel ja eigentlich auch nicht. Das heißt, Dortmund spielt eigentlich gegen Luft. Hey, und das sagt ein Kass aus Bielefeld. Dede. So, das wird jetzt der Long Push. Oder sie spielen es halt wie gerade. Das kann natürlich auch sein. Oh ja, 3 HP. Na, Basics ist natürlich ein paar Eco-Frags. Das gäbe jetzt lecker RWS. Und ich weiß nicht, was Bielefeld macht, aber... mir fällt dazu schon eigentlich gar nichts mehr ein. Dortmund spielt es halt sehr souverän und einfach geil runter. Und selbst in der Eco hauen sie halt auf 2 Mann runter und machen es jedes Mal immer teurer. Aber Bielefeld kommt halt durch. Teilweise muss ich sagen, mit unverschämtem Glück. Was die Spielweise angeht, finde ich, ist Dortmund dann doch einen Tacken vorne. Bielefeld ist nicht schlecht, keine Frage. Aber nichtsdestotrotz könnte es auch in der Theorie so gut auf 10 zu 4 für Dortmund stehen. Ja, auch da das Scoreboard wieder komplett ausgeglichen. Hätte man jetzt die M4 gehabt, also A4 gehabt, wären es 2 Frags safe gewesen. Felix über Shinji erfolgreich. Ja, das muss man auf dem Schirm haben, dass Beto da unten steht. Dass er stehen könnte. Netter Frag. Aber man sollte da lieber die M4 saven. Ah ne, letzte Runde, never mind. Nette Nate. Auf die hat er gestanden. Zack. Und Trilux 1 in den Chat. So. Guter 4 zu 11. Für Bielefeld. Mal schauen, wie sie es noch handeln. Hey, es ist halt wieder Pause, ne? Dum 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 dum. Gucken, wie lange diese Pause diesmal dauert.
Nein, ja, okay, kommt. Also wie viele Sounds gibt es denn davon? Oh, es geht weiter. Yay! Das geht nicht. Nö. 4, 3, 2, 1, Final Countdown und es geht weiter. Ah, schön. So, mal gucken, wie es jetzt die Dortmunder bespielen. Sie stehen mit dem Rücken arg offen. Sollten diesen lieber Richtung Wand halten und nach vorne gucken und sich bestenfalls sich für die Seife bücken. Wollen wir einfach mal schauen, wie sie es handeln, ob sie es besser handeln und hier nochmal ein paar Runden holen können. Von ihrem Spielverstehen her, auch von ihrer Spielweise, würde ich es den Dortmundern ehrlicherweise echt gönnen, wenn sie hier noch ein paar Runden mitnehmen. Zack, und da ist ein Double Boost! Ja, guten Morgen! Ja, den habt ihr nicht kommen sehen, ne? Klingt komisch, ist aber so. Löwenzahn. So. Ja, das war ein richtiger WTF-Moment. Basics mit dem Header! Und Morten halt wieder alleine. Zack. Und later. 4 zu 12. Ja, sie müssen halt auf den Vorsprung freigehen. Eigentlich. Machen sie auch. Also langsam heißt es alles oder nichts. Jawoll! Super! Erstmal super gut in der Welt reingedrückt. Aber hier ist später und Shinji. Nice, to me wird halt mehr übersehen. Netter No-Scope! Mal 2! Later, Bitches! 13-4 Bielefeld! Ja, moin, moin! Nette Shots von Shinji. Und jetzt wird noch auf A rotiert. Ist das gut? Wenn da oben nicht schon von Zombie abgehalten werde. Nette Smoke. Und da ist der Double. Was ist denn jetzt mit mir los? Alles klar. Hat die Tommy Mayonnaise jetzt etwa richtig aufgedreht? 14-4.
Hier spielen sie mit zwei Mann lang auf dem Tisch. Kann man mal machen. Geht schon mit dem ersten. Nett von Shinji. 74, 74, auch gut. Setzt halt den Hit gegen Shinji. Reicht hier doch nicht ganz. Grube gegenüber Master erfolgreich. Und schon ist es halt. Ja, die Bombe liegt. Alter! Also langsam will ich die Demo von Tomi anfordern. 15-4. Guten Morgen. Also da habe ich mir den Knipper gesaved. Das hat gerade wieder keiner gesehen. Zack, Beto mit dem ersten. Jetzt hier durch die Smoke. Erfolgreich gegenüber Google. Doch Pink leider den guten Morten einen Schritt voraus. Und es wird halt über Toilets. Beto wiederum von hinten. Netter Klick. Und jetzt ist es Shinji alleine gegen drei. Bombe liegt vor B. Netter Shot von Shinji. Definitiv no scope. Basics jetzt von hinten. Die Bombe wurde gepickt. Noch 20 Sekunden auf der Uhr. Ja, da muss jetzt schnell auf B gehen. Und das hat Pink auf dem Schirm. Kann ich selbst wahrnehmen. Die Bombe muss runtergelegt werden. Und damit einem Wallbang. Meterspiel beendet. G zu dem fucking G. Well played auf beiden Seiten. Moin, 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 moin. Kann man nicht so sagen. War ein verdammt schönes Spiel. Auch wenn ich wirklich sagen muss, dass zum Teil einfach Bielefeld ist, manche Dinge echt nicht wirklich verdient hat. Da war wirklich mehr Luck als Verstand dabei, aber trotzdem ein sehr, sehr schönes Spiel von beiden Seiten auch. Und gerne wieder. Ich hoffe, ich konnte euch auch ein wenig unterhalten. Und mal schauen, zu wem ich euch jetzt schicke, weil ich werde jetzt gleich Hayabuku machen, weil ich muss morgen früh raus. Ob es jetzt der gute Tamiyoro wird, also ich denke, wir haben jetzt die Wahl zwischen einem Spieler, South Park oder Player Unknowns. Ich recherchiere einmal mal kurz rein. Ich bedanke mich auf jeden Fall für euch, fürs Zuschauen. Hat mir sehr Spaß gemacht und gerne wieder. Sehr, sehr gerne sogar. Eieiei, wo habe ich das denn jetzt? Da. So, mal gucken, wer gerade online ist. Also es würde mich freuen, wenn ich unser nächstes Spiel wieder für euch kommentieren darf. Und ja, sagt dann einfach mal bis zum nächsten Mal. Ich werde euch jetzt zum PUBG weiterverleiten. Lasst euch aber den Link von Tamiro, der gerade South Park macht, gerne da. Wie gesagt, danke fürs Zuschauen, danke für die Follows, danke für den ganzen Support, auch im Chat etc. Und ich wünsche euch einen angenehmen Abend. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin der Leute und haut da rein und tschüss.